Ja. Ja, okay. Ich mache den Computer jetzt an. Und dann können wir das Virus, ist Virus jetzt drauf. Ja, können wir dann runter machen? Herren, sagen Sie mal einmal, wie alt sind Sie? Sind Ich Sie bin. mehr als 18 Jahre? Ja, klar, ich bin 33. Danke fürs Kompliment. Herren, ich gebe Ihnen ein bisschen Anleitung. Folgen Sie dieser Anleitung bitte, ja? Ja, ich muss den Computer erst wieder anmachen. Das ist ein bisschen alter Computer. Dauert einen Moment. Okay, machen Sie das an. Ja, dauert ein bisschen. Oh Mann. Ich habe richtig Angst, weißt du, so wegen Bank und Bitcoin und Amazon und so, dass die das gestohlen haben. Okay, machen Sie auch Bitcoin? Ja, klar. Machen Sie auch Bitcoin-Sachen? Aha. Okay, so, das ist Source-Seite Ihrer Computer ist gefährlich, ja? Nochmal, was war? Source-Seite Ihrer Computer ist gefährlich, ja? Gefährdet, ja, der ist gefährdet, genau. Wegen dem Virus. So, ich habe den Computer jetzt angemacht. Ich habe eben schon mal alles gelöscht hier soweit. Was soll ich jetzt machen? Herren, sehen Sie einmal auf Ihre Tastatur Aha. ganz unten links. Welche Taste sehen Sie ganz unten links? Ah, ganz unten links, Steuerung. Und daneben? Windows. Halten Sie diese Windows-Taste fest, Window-Taste festhalten. Aha. Mit zwei Händen oder mit Gleich einer Hand? mit einer Hand festhalten. Okay. Gleichzeitig drücken Sie Buchstabe R wie Richard. Gleichzeitig zusammen. Okay. Sehen Sie unten links ein kleines Fenster geöffnet, ja? Genau, ausführen ist da gekommen. Genau, lassen Sie beides Taster los und schreiben Sie in diesem kleinen Felde, alles klein schreiben, www. www. Punkt, ja? U wie Ulrich, Aha. L wie Ludwig, Ja? T wie Theodor, Ulp, ja? R wie Richard, Aha. A wie Anton, Anton, Ultra, ja? V wie Vogel, Aha. I wie Ida, Okay, Ida, ja, habe ich geschrieben. E wie Emil, Emil. W wie Wilhelm. Ja, alles klar. E wie Emil. Emil. Ja? R wie Richard. Ultraviewer, ja? Punkt. Punkt. N wie Nordpol. Nordpol? Aha. E wie Emil. Emil, ja? T wie Theodor. Ultraviewer.net, ja? Klicken Sie jetzt auf OK. Okay. Okay, das ist ein Seite ist gekommen, das bei Google Chrome aufgegangen, ja? Ja, das Ultraviewer ist eine. 6.6. Order now oder download steht da. Soll ich eine Bestellung Klicken machen? Sie auf Down. Klicken Sie auf Download. Also die grüne Kasten, drei gelbe Kasten unten, ja? Ja. Aber kann man Computer reparieren, ja? Herren, ich nehme die einmalige Verbindung mit Ihrem Gerät, dann repariere ich die Computer, ja? Aha, ich habe das jetzt runtergeladen. Soll ich Installation machen? Ja. Ah, oh, zum Glück. Und du bist von Microsoft oder was? Ja, dann wir sind hier von Microsoft. Klasse, super. Finde ich toll, dass man bei euch anrufen kann. Und wo ist Office? Bei Hamburg oder Berlin? Berlin. Berlin, schön. Ich habe 3 Jahre gewohnt bei Berlin. Ist eine schöne Stadt, oder? Sehr gut. Ja, ist gute Stadt. Gute Frauen, gut Party. Frauen weiß ich nicht. Ich bin verheiratet. Ah, ja, okay. Tut mir leid. Entschuldigung. Ich wollte nicht Beleidigung machen von deiner Devoschka. So, haben das Installation gemacht? Ja, ist noch beinstallieren. Ich habe ja gesagt, ist alte Computer. Dauert ein bisschen. So meine Fab Ist Machine. das ein Firmenrechner oder ein privater Rechner?
Nochmal, ich habe es nicht verstanden. Ist es ein Firmenrechner oder es ist ein privater Rechner? Nein, das ist mein Rechner. Steht bei mir hier zu Hause. Ist so ein bisschen meine Internetmaschine. So, ich habe runtergeladen. Soll ich aufmachen? Haben Sie... Ja, Herren, machen das auf. Aha. Ja? Gibt es eine Option, ja oder nein, ja? Ja. Ja, ich habe auf Ja gedrückt. Da... Gibt es eine Option Next? Klicken Sie auf Next. Mhm, das habe ich schon gemacht. Die Installation ist fertig. Ja, jetzt gibt es eine Option Finnish. Aha. Gibt es auch Dänisch? Auf? Dänisch gibt es nicht als Option. Das ist, finde ich, nicht gut. Wir wollen ja doch inklusiv sein. So. Gibt es eine... Ich habe es jetzt aufgemacht, das Ding. UltraViewer 6.6 Free. Ja, gibt es eine Option, Your ID und die Passwort, ja? Genau, das kann ich sehen. Sagen Sie mir. Was zuerst? Zuerst Passwort oder zuerst ID? Erst die ID. Alles klar. 5-4? 4-1-8? 4-1-8. Ja, und dann kommt 5-9-3. Passwort? 7-4-9-6-9. Jetzt warten Sie, jetzt lassen Sie den Maus frei, ja? Was, ich soll meine Maus freilassen? Ich habe 7 Jahre gebraucht, um sie zu trainieren. Am Anfang hat sie mir Madonna-Schocks gegeben. Aber jetzt habe ich mit ihr schon viele Orden gewonnen. Die kann ich nicht freilassen. Herren, Ihre Maus freilassen. Ich mache jetzt alles für Sie. Soll ich die Hühner auch? Soll ich die Hühner auch freilassen? Dann haben Sie dieses Problem erstes Mal bekommen, oder? Problem ist erstes Mal gekommen, ja. Und wann haben Sie das bekommen? Oh, jetzt, vor halbe Stunde jetzt inzwischen. In Ihrem Google Chrome, oder? Ja, ja, klar. Kann ich die Probleme nicht sehen? Ja, ja, weißt du, ich mache immer, wenn du guckst, du hier, mache ich Privatfenster. Verstehst du? Okay. Wenn ich so Bitcoin und Porno mache, mache ich immer bei private Fenster, damit man nicht sehen kann. Sehr gut. Herren, lassen Sie mich Ihnen die Probleme erklären. Ja, bitte. Die Probleme ist, Sie haben einen Porno-Webseite, eine unvertrauliche Webseite gesehen. Ja. Und durch diese Webseite, Sie haben ein Virus in Ihrem Computer bekommen. Ja. Und dieser Virus hat Ihren ganzen Computer, Ihre ganzen Sicherheit attackiert. Ah. Zum Beispiel, Ihr Computer heute ist eingehackt und viele fremde Leute haben den Zugriff auf Ihr Gerät. Ja. Andere Leute? Ja, die anderen Leute haben den Zugriff auf Ihr Gerät. Scheiße. Sehen Sie hier, ich habe hier eine Applikation geöffnet von Microsoft Corporation, den Namen von Ihrer Gerät Holger Hitzler. Und ich habe hier geschrieben NetStart, bedeutet Network Status. Es zeigt uns die aktive Verbindungen auf dieses Gerät. Aha. Herren, benutzen Sie diesen Computer alleine oder mit jemand anderes? Nee, das ist mein privat, meine persönliche Computer. Mhm. Und benutzen das beruflich oder privat? Es ist privat, hier bei mir zu Hause. Weißt du, ich gucke auch mal bei Company auf Internetadresse, aber keine Arbeit von zu Hause machen, nur mal E-Mail gucken oder so. Okay. Herren, Sie haben mir auch gesagt, dass Sie machen auch Online-Banking, Bitcoin-Sachen in ja, Ihrem ja. Computer, ja? Klar, Sparkasse, Herren, Sie, BitShoot und so. Sehen Sie, hier steht Lokaladresse, Remote-Adresse. Unten Lokaladresse, diese alle sind Ihre IP-Adresse. Aber wissen Sie, diese Remote-Adresse, das alle sind die fremden Leute drin in Ihrem Computer. Wo ist meine IP-Adresse? Welches ist meine Adresse hier? Diese alle sind Ihre IP-Adresse, diese Lokaladresse. So viele? Herren, das gewechselt, wenn Sie einmal Ihre WLAN ausmachen und dann wieder einmachen, das gewechselt automatisch, ja? Aber mein Computer ist nicht bei WLAN, ich habe Kabelverbindung bei Modem drinnen. Und AOL-CD im Laufe. Trennen, hören Sie mich. Wenn Sie die Verbindung trennen aha. Und wieder reinstecken, dann gewechselt die IP-Adresse automatisch, okay? Wie jetzt? Wenn ich ihn rausziehe und wieder reinstecke, dann wechselt die Adresse von der alten? Das ist aber schlecht. Genau. Wenn ich die mag, finde ich die ja hinterher nicht mehr. So, Herren, lassen Sie mich auch Ihnen erklären. Wenn Sie dieses Problem bereinigen wollen, es kostet Ihnen auch 100 Euro. Okay? Ah,
Gut, ist dann so. Ich muss den Computer ja benutzen können. So machen wir das. Und ihr macht dann das Virus alles weg, oder wie funktioniert alles das? Alles mache ich weg. Ich werde auch in Ihrem Computer den Schutz installieren, ja? Aha, ja, gut. Machen wir das, ja? Ja, klar. Ich brauche den Computer. Wenn du sagst, ist jetzt ist gefährlich mit Bitcoin und Amazon, ja? Genau. Soll ich die Cookies löschen alle? Warten Sie bitte. Sie müssen nicht machen. Alles mache ich für Sie. Ja? Ich brauche diese Informationen von Ihnen haben. So, das kann ich Ihnen bei uns registrieren. Schreiben Sie die alle Informationen. Ja. Brauchst du auch zweite Vorname? Nein, Herren, das ist gut. So, das ist alles. Einen Moment, Herr, jetzt warten Sie. Bleiben Sie kurz an dran, ja? Aha, ja. Ich leite diesen Anruf zu meiner hochqualifizierten Techniker. Zum hochqualifizierten Techniker? Das ist super, super. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Es passiert was Schönes, super blöd. Dieses Problem zu bereinigen, ja? Ja, klasse, vielen Dank. Wie lange dauert das? Kannst du mir sagen? Gleich. Ich muss noch zur Melkstation. Okay, danke. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Hitzler, ja? Ja, hier ist Holger Hitzler. Okay, Herr Hitzler. Sie wollen diese einmalige Reparatur machen mit 100 Euro, richtig? Ja, genau. Der Kollege hat mir gezeigt, es sind fremde Leute auf meinem Computer. Korrekt, bitte. Das ist schlimm. Und was können Sie machen? Die Reparatur also, machen, ja? Richtig, bitte, richtig. Und sagen Sie mir, wie möchten Sie bezahlen, bitte? Ich mache eine Überweisung, würde ich sagen, oder? Eine Minute, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Machen Sie auch Online-Banking? Ja, bei meinem Handy mache ich immer. Okay. Sie können bitte mit Bitcoin bezahlen, direkt auf Microsoft-Konto, ja? Direkt aufs Microsoft-Konto? Nee, ich brauche ja eine Rechnung. Ich muss das mit Banküberweisung machen. Wegen Rechnung. Sie können auch mit Bitcoin bezahlen, ja? Ich brauche aber Rechnung, Invoice, verstehst du? Die Firma. Korrekt, bitte. Dafür kriegen Sie bitte auch die Rechnung, bitte, ja? Ah, okay. Aber ich möchte Überweisung machen, weil muss von Firma Konto für Firma Rechnung sein. Mhm. Verstehst du, Kollege? Kein Problem. Warten Sie bitte. Lassen Sie mich auf Ihrem Computer arbeiten. Ein guter Und nach Mann. Der Arbeit, ich rufe Sie sogar. Okay? Wie lange dauert das ungefähr? 20 bis 25 Minuten ungefähr, ja. Oh, okay. Und was soll ich so lange machen? Lassen Sie alles sowieso. Machen Sie bitte gar nichts in Ihrem Gerät. Und wir rufen Sie zurück nach der Arbeit. Alles klar? Alles klar. Gut. Vielen Dank, bitte. Tschüss. Ich danke Ihnen. Wiederhören. Tschüss. Ciao, ciao, Kollege. Dann bin ich jetzt ja mal gespannt, was der da macht. Das Ding wird halt sein, ne? Ich habe ihm jetzt ja natürlich keine richtige Telefonnummer gegeben, weil die Inder, die sind ja bekannt dafür, dass sie den Scambaitern in Amerika richtig, richtig Terror machen. Jetzt nicht unbedingt auf dem legalen Wege, weil es sind ja Verbrecher, aber die versuchen denen dann halt möglichst das Leben schwer zu machen. Entsprechend muss ich hier natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich lasse das jetzt einfach noch mal ein paar Minuten laufen. Was jetzt passiert ist, ist ganz klar. Die loggen sich auf dem Rechner ein, machen Netstat auf und erzählen dir halt, dass du hast 20 Hacker auf dem Computer. Und dann nehmen sie dir 100 Euro ab, vermeintlich dafür, dass sie das reparieren. Was natürlich Quatsch ist, weil es nichts zu reparieren gibt. Ich will jetzt gleich noch mal ein bisschen reintrollen hier. Noch mal gucken, was die da so machen. Mal einfach irgendwo random Penis reinschreiben. Geht nicht. Lass mich hier die Farben verändern und alles. Ist der überhaupt noch drin? Allow Remote Control.
Na gut, das wird's wohl leider gewesen sein, Freunde. Da haben wir eine Viertelstunde Computer in der. Ah, der bewegt sich noch. Guck mal, der ist er. Vielleicht macht er jetzt noch mal was. Warum pinkt der google.de an, der Trottel? Muss man nicht verstehen, oder? Naja, sei es drum, Freunde. Einer der vielen, vielen miesen Betrugsmaschen da draußen im Internet, von der ihr allerspätestens jetzt wisst, dass ihr nicht darauf reinfallen solltet. Ich danke schön, dass ihr dabei wart, sage ich, und guck mal, ob ich die gleich nochmal mit einem anderen Charakter anrufen kann.